Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Unser Quest sagt im Moment, Elinshi hat den Ausgang versperrt, um Tyrnochs Entkommen zu verzögern. Es ist nun an der Zeit, Tyrnoch entgegenzutreten und Amalur von ihrem zerstörerischen Einfluss zu befreien. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht, aber bleibt uns nichts anderes übrig, als es zu probieren. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja, merke ich schon. Aber es sieht schon echt crazy hier jetzt aus. Ganz anders als das, was wir kennen. Man merkt, dass es so ein bisschen Hauptquest jetzt mäßig eher ist. Kommt, Schicksalsweberin, bringt mir eure Kraft, opfert euch selbst und besiegelt das Schicksal eurer Welt. Ich mag nicht. Tja. Mehr als einen Screenshot machen zwischendurch kann ich jetzt nicht mehr. Es ist Zeit, über euer Schicksal zu entscheiden. Amethyn liegt dahinter. Und dort wird der Drache den Schleier zerreißen. Tretet näher, Sterbliche. Werdet Zeugen von Tyrnochs Geburt. Werdet Zeuge eures eigenen Endes. Mein Schicksal liegt nicht hinter diesen Pforten verborgen. Ihr allein vermögt zu ändern, was geschehen soll. Geht! Willkommen zurück, Sterbliche. Wie fühlt man sich, wenn man an diesen Ort zurückkehrt? Spürt ihr den Schmerz eures Todes immer noch? Könnt ihr spüren, wie er in der Luft widerhallt? Und nun sollt ihr hier an diesem Ort Zeugen werden, Zeugen von der Geburt Tyrnochs, Zeugen der Vernichtung der Alpha und des Anbruchs des ewigen Winters. Tyrnoch die Mächtige, Tyrnoch die Barmherzige, Valafela Tyrnoch. Ich werde mich fühlen wie Harry Potter. Oh Gott, selbst Erdschiss oder was? Tyrnoch? Habe ich es gut gemacht, Herrin? Seid ihr zufrieden? Du hast deinen Zweck erfüllt. Aber ich kann euch noch weiter von Nutzen. Und nun, Schicksalslose, wird euch eures ereilen. Nein! Was mache ich denn jetzt? Wird festgehalten, okay. Ach so, ich muss da wieder. Ich muss da wieder hin, so wie damals beim, ne? Ihr wisst schon, bei dem anderen riesen Fetten-Vieh.
Ja. Alles klar. Was kann ich denn mal machen jetzt hier mit meiner Powercraft? Ah! Okay. Ah! Ah, ich kann die Steine kaputt machen. Ich kann die Steine kaputt machen. Alles klar. Warte, warte. Aua. Bin ich wieder dran? Sehr schön. Im Moment geht's, im Moment läuft's. Auch wenn ich nicht viel rede, aber ist halt voll der Bosskampf hier. Sterben. So, bam. Nächste Runde.
Jawoll. Jawoll. Nur noch eine Runde. Und jetzt. Unmöglich. Wie hätten wir wissen können, dass es ein neuer Anfang sein würde? Hätten wir dieses Ergebnis vorhersehen müssen? Wer wusste damals schon, was das Schicksal bringen würde? Ich hätte euch diese Nachricht gerne persönlich überbracht, um euch ein letztes Mal zu sehen. Allerdings wäre das kompliziert geworden. Mein Orden hatte andere Pläne für den Fall, dass ihr die Kristallfestung je verlassen solltet. Doch wenn es um euch geht, scheint kein Schicksal in Stein gemeißelt. Wir beide sind nur noch am Leben, weil man mir geglaubt hat, dass auf euer Schweigen Verlass sein wird. Ich hoffe, ihr macht keine Lügnerin aus mir. Sollten in den Tavernen Amalurs Geschichten über unsere Erlebnisse auftauchen, würde man mich bitten, euch aufzusuchen. Und wir beide wissen, dass euer nächster Tod endgültig sein wird. Doch genug davon. Euer Leben gehört euch. Findet heraus, was das Schicksal für euch bereithält. Oder welches Schicksal ihr anderen bringt. Vielleicht sehen wir uns eines Tages in glücklicheren Zeiten wieder. Bis dahin verbleibe ich die eure, Alyn Shear. Was? Was, das Spiel ist jetzt doch nicht echt zu Ende, oder? Was? Hä? Nein. Hä? Nein. 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 Das Spiel ist doch nicht zu Ende. So ein Unsinn. Hä? Wir haben noch nicht mal gegen Gutflow gekämpft und das andere gemacht. Und ich kann nur hoffen, dass man das alles noch machen kann. What? Okay, ich muss das jetzt mal einfach überspringen, weil ich darauf voll gar nicht klarkomme. Und ich werde hier bestimmt nicht endscreenmäßig irgendwas jetzt erzählen. Du hast hier noch bezwungen, um den Kristallkrieg beendet. Die Tragweite dieser Ereignisse wird ewig in der Geschichte Amalurs widerhallen. Dank dir ist die Welt frei von den Fesseln des gnadenlosen Schicksals. Okay. Ich habe jetzt echt voll auf den Megakampf noch gewartet. Ich kapiere das nicht. Aber wir sind hier. Wir sind wieder zurück. Aufheben, Schicksalsbrief. Ja, das war's mit Ellen. Aber wir können ja weiterspielen, ne? Nur, dass ihr es wisst, das Spiel ist zu Ende. Also, ich werde das Spiel jetzt natürlich so lange zu Ende spielen, bis wir den ganzen Kram hier gemacht haben. Weil geht ja gar nicht und so. Und schlaf noch mal eine Runde. So, mal eben 7 Stunden. Verstauen, würde ich doch mal meinen. Und dann packe ich den ganzen Kram jetzt mal weg, weil ich jetzt endlich mal dazu komme. Ja. Ja, okay. Ja, willkommen zu Hause. Das war der Bosskampf, der irgendwie echt low war. Und hey! Na, sowas! Ihr seid also endlich wach! Ja. Ihr habt uns einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Ja. Aber ihr seid hier. Und der Krieg ist so gut wie vorbei. Worüber sollten wir uns also beklagen? Ich weiß auch nicht, was passiert?
Ich hatte gehofft, das könntet ihr uns sagen. Kydan und ich haben gerade gegen ein paar Nachzügler gekämpft, als urplötzlich dieses grauenhafte Geheule losging. Ich schätze, ihr müsst Gadflo bezwungen haben, denn die Tuata haben angefangen zu schreien und sind geflohen. Es gibt noch immer einige, die sich wehren. Aber ihnen fehlt das Feuer. Versteht ihr? Und kurz danach ist Alyn aufgetaucht, mit euch über der Schulter. Sie hat mir gesagt, ich soll auf euch aufpassen und sicherstellen, dass ihr in Ordnung seid. Sie hat eine Notiz für euch hinterlassen. Aber ich bin nicht so dumm, dass ich eine persönliche Nachricht von jemandem wie ihr lesen würde. Der Krieg ist vorbei. Ich habe es geschafft. Der Krieg ist vorbei. Was nun? Es gibt noch immer einige Tuata, die sich nicht ergeben wollen. Aber ja, der Krieg ist vorbei. Ihr hättet mal den Festzug in Rathir sehen sollen. Ja, den hätte ich vielleicht mal sehen sollen. Wie es jetzt weitergeht? Nun, das ist wirklich eine gute Frage. Wisst ihr, eine Menge Soldaten haben mich nach dem Ende der Kämpfe um eine Deutung gebeten. Aber so sehr ich mich auch bemühe, ich kann niemandes Schicksal vorhersehen. Weil ich Tyr noch aufgehalten habe. Ach so, das darf ich ja gar nicht sagen. Gut, jetzt sind wir alle frei. Das ist schrecklich. Darf ich das jetzt sagen oder darf ich das nicht sagen? Oder wie? Weil es wird mir hier als Option gegeben. Was ist denn, wenn ich das jetzt sage? Darf ich das sagen? Oh Gott. So sehr ich mich auch bemühe, ich kann niemals Schicksal vorhersehen. Das konnte er ja vorher schon. Und er kann es jetzt nicht, weil ich Tyr noch aufgehalten habe. Gut, jetzt sind wir alle frei. Ist mir doch egal, ob du das Schicksal noch vorhersehen kannst oder nicht. Das ist schrecklich. Schrecklich ist das ja auch nicht. Ich sag mal die Wahrheit, weil ich Tyr noch aufgehalten habe. Tyr noch? Ihr erwartet doch wohl, nicht, dass ich euch glaube, dass Gadflos Gott wirklich existiert hat, oder? Nein. Nein, das ist unmöglich. Also durftet nicht darüber reden. Aber was auch immer dort unten geschehen ist, hat alles verändert. Zumindest für den Moment. Scheiße, ich hab geplappert. Okay, Alyn Schiff wird mich umbringen. Aber was auch immer dort geschehen ist, ja. Agard, erzähl mal, was ist los? Ich war in meinem Leben schon vieles. Held und Herzensbrecher. Schicksalsweber und Versager. Und das alles durch die grausame Hand des Schicksals. Bis ihr kamt, hatte ich nie die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was ich sein wollte. Ich danke euch. Ihr hättet Alabastra in seiner Blütezeit sehen sollen. Es war so strahlend schön wie ein Sternenhimmel. Erst arbeitet sie mit uns zusammen, dann verrät sie uns und dann rettet sie euch das Leben. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich von dieser Frau halten soll, aber ich habe das Gefühl, wir schulden ihr etwas. Nicht, dass ich wüsste, wie wir sie finden oder uns bei ihr revanchieren könnten. Ich habe nur Legenden darüber gehört, aber es ist offenbar eine tiefe Höhle unterhalb von Bale. Sie dient entweder der Meditation des Winterkönigs oder ist der Ort, an dem die Feien nach ihrem Tod wieder zurückkehren. Als ich ihn das letzte Mal sah, hat Kydan um das Haus der Sorgen getrauert. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was er und sein Volk durchmachen müssen. Grüßt ihn von mir, wenn ihr ihn seht. Die Winterfeien sind anständige Leute. Sie haben das, was Gadflo ihnen angetan hat, nicht verdient. Ich meine, wenn Gadflo nicht getötet worden wäre, ich habe echt gedacht, ich lasse es jetzt hier mal, kein Bock mehr. Das Schicksal können wir doch noch machen oder was? Aha. Ich habe jetzt echt gedacht, da kommt noch voll der Bosskampf, was ja jetzt einer war, aber das so richtig, ne? So mit mehreren Runden und Piepap und allem drum und dran. Das ist der Hammer irgendwie. Ich bin gerade voll geflasht. Dass wir den kompletten Hauptquest jetzt einfach mal eben geschafft haben. Und guten Morgen, Herrin. Jo, hi. Ich bin bestimmt voll angesehen jetzt hier, aber die wissen ja auch alle irgendwie gar nicht, was ich gemacht habe. Und obwohl das gerade als Option ja mir angeboten wurde, hätte ich das anscheinend auch wieder mal nicht sagen dürfen, aber naja, egal. Okay, ja. Geht klar. Also mit dem können wir da... Ich mache mich mal auf, weil wir haben ja noch mehr zu tun gehabt eigentlich. Also ich... Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass das alles war. Das fand ich fast jetzt ein bisschen kurz. Vielleicht liegt es echt daran, dass ich sehr stark... Guck mal, mit ihr hatten wir auch schon. Kennt ihr sie noch? Die Kurianer, die Corinna. Wie geht's? Haus Anwon ist euch zutiefst zu Dank verpflichtet.
ne? Die mit ihren Kindern, das kranke Kind oder was das nochmal war. Ja, gut. Wo geht's denn dann jetzt mal hin? Weil jetzt sind wir anscheinend stark genug für alles. Ja, genau. Hier müssten wir dann nämlich nochmal hin, um uns dem, dem Bosskampf dann auch nochmal zu stellen, weil wir wollen ja die Feien auch auf dieser Welt glücklich machen. Ja. Ich laufe mal hoch. Da, wo wir hin sollen. Hier ist auch so Tuata-Ecke. Tuata-Scheiß. Ach ja, dann muss ich ja die ganzen anderen Heinis, die muss ich ja erstmal noch alle nochmal besiegen. Ja. Und dann werde ich mir lieber nochmal ein paar Tränke holen vorher. Und Leute, hinterlasst mir doch mal einen Kommentar. Also es war, erstmal liebe ich diese Zwischensequenzen. Das schockt immer so richtig für den Hauptquest. Aber am liebsten hätte ich eigentlich noch mehr davon gehabt. Also ist echt ein bisschen wenig. Ja, ist echt ein bisschen wenig. So, damit wir das dann auch nochmal erledigt haben, hier ganz viele schöne Goldmünzen. Ja, was ich sagen wollte, Zwischensequenzen grandios. Der Bosskampf war natürlich auch toll, so ist nicht. Nur, wie gesagt, alles so ein bisschen kürzer und kleiner, wie ich mir das alles jetzt vorgestellt hatte, zumindest fürs Ende. Ja, aber ist anscheinend so. Lässt sich nicht ändern. Hier war mal ein Singstein. Die könnte ich jetzt auch noch lustig alle abklappern, aber... Hey, okay, bin gespannt auf euer Feedback. War auf jeden Fall echt spannend jetzt die letzten, ja doch sagen wir mal, die letzten 5 bis 10 Parts waren echt cool jetzt hier in dieser Gegend auch. Da merkte man, dass der Spannungsboden angezogen wurde. Nur es endete jetzt auf einmal so, zack, Elinshir ist weg, Krieg vorbei, Bestie getötet, tada. Aber ohne viele Runden, ohne jetzt so, ohne Schwitzen. Also wenn ich so überlege, was ich manchmal hier an Frustration und Schwitzen und an Versuchen und Töten und selber Sterben erlebt habe schon im Spiel, war das echt, ja, alles so halb so wildmäßig irgendwie, so echt entspannt, kann man fast sagen. Aber wie gesagt, ich bin auch stärker geworden, kann auch daran liegen. Ja, hinterlasst mir einen Daumen hoch oder auch nicht oder wie auch immer, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es so wäre und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann!